In diesem Video geht es um die Strom- und Spannungsmessung. Und dazu haben wir jetzt mal diese beiden elektrischen Schaltungen. Wir haben jetzt ganz normal einmal eine Spannungsquelle und dann jetzt ein Verbraucher, jetzt mal hier eine Glühlampe zugeschaltet. Und dann ist hier links die Strommessung und rechts die Spannungsmessung dargestellt. Und jetzt ist der wesentliche Unterschied, man sieht schon, dass jetzt bei der Strommessung das Strommessgerät in Reihe geschaltet ist und bei der Spannungsmessung das Spannungsmessgerät, auch Voltmeter, parallel geschaltet ist. Und warum das so ist, das will ich jetzt mal erklären. Jetzt erst mal hier angefangen. Also beim Strom gilt ja, dass der Strom bei einer Reihenschaltung jetzt vollständig durch den Verbraucher und dann auch vollständig durch das Strommessgerät fließt. Das heißt, der Strom, der jetzt durch das Strommessgerät fließt und dann am Strommessgerät ankommt, das ist der gleiche Strom, der auch durch den Verbraucher fließt. Das heißt, da messen wir dann eben genau den gleichen Strom, den wir im Verbrauch haben, genau den wir messen wollen, also in Reihe geschaltet. Bei der Spannungsmessung dagegen, da ist anders, denn da müssen wir jetzt das Spannungsmessgerät parallel schalten. Heißt, ein Ende müssen wir jetzt vor den Verbraucher und ein Ende hinter dem Verbraucher schalten. Und jetzt ist die Spannung ja hier 15 Volt. Das heißt, es fallen jetzt hier am Verbraucher 15 Volt ab, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass jetzt kein Innenwiderstand vorliegt. Also 15 Volt Spannungsabfall hier am Verbraucher. Und jetzt ist ja Spannung nichts anderes als Potentialdifferenz. Das heißt, wir haben jetzt hier eine Potentialdifferenz von 15 Volt vor und hinter dem Verbraucher. Das heißt, es könnte zum Beispiel so aussehen, dass wir jetzt hier vor dem Verbraucher ein Potential von 25 Volt haben und dann hier hinter dem Verbraucher ein Potential von 10 Volt. Dann wäre jetzt eben die Potentialdifferenz 25 Volt minus 10 Volt wäre 15 Volt. Also genau die 15 Volt Spannung, die dann eben hier abfallen. Könnte auch anders sein, das ist halt das Thema Potentialdifferenz, es könnte auch hier ein Potential von 15 Volt vorliegen, hier von 0 Volt. Wichtig halt diese Potentialdifferenz von 15 Volt. Und dann sehen wir, wenn wir dann eben das Spannungsmessgerät parallel schalten, also vor und hinter dem Verbraucher, dann machen wir nichts falsch, weil dann messen wir genau diese 25 Volt minus 10 Volt, also die 15 Volt Spannung. Dagegen würden wir jetzt das Spannungsmessgerät in Reihe schalten, wie hier zum Beispiel, dann zum Beispiel jetzt hier Spannungsmessgerät, ein Ende hier in Reihe geschaltet, genauso wie hier. Dann würden wir einmal 10 Volt messen, noch einmal 10 Volt, also 10 Volt minus 10 Volt wäre 0 Volt, weil das gesamte Potential hinter der Lampe bis hier wäre jetzt überall 10 Volt und das Potential von hier bis hier wäre 25 Volt. Das heißt, wenn wir hier die Spannung messen, in Reihe geschaltet, dann würden wir auch wieder 25 Volt minus 25 Volt messen, wäre 0 Volt. Deswegen halt die Spannungsmessung immer parallel an den beiden Enden des Verbrauchers. Und jetzt ist das andere Thema der Innenwiderstand. Und zwar hat jetzt sowohl das Strommessgerät als auch das Spannungsmessgerät noch einen eigenen Innenwiderstand durch das Bauteil. Und dieser Innenwiderstand beeinflusst jetzt auch noch zu einem gewissen Grad die Messung. Denn jetzt mal hier das angefangen. Also wir sehen, der Strom fließt ja jetzt sowohl durch die Lampe, aber auch durch das Strommessgerät, das jetzt noch einen gewissen Innenwiderstand RI hat. Und dann wäre jetzt der Gesamtstrom nach dem ohmschen Gesetz, könnte ich mal aufschreiben, wäre I ist ja gleich U durch R. Und eigentlich wollen wir nur den Strom wissen, der mit U durch R berechnet wird, U die Spannung 15 Volt, R der Widerstand des Verbrauchers. Aber wenn jetzt das Strommessgerät auch noch einen gewissen Widerstand RI hat, dann ist ja dann der Strom, der durch die beiden Bauteile fließt, eigentlich U durch R plus RI. Und dann sehen wir, dass der Strom dann etwas kleiner wird, also etwas verändert wird. Und das wollen wir eigentlich nicht haben. Deswegen wäre der ideale Innenwiderstand eines Strommessgerätes 0. Und was bedeutet, wir wollen den Innenwiderstand so gering halten wie möglich, damit halt diese Abfälschung hier des Stromes, den wir messen, so gering wie möglich ist. Bei der Spannungsmessung wieder genau andersrum. Da wollen wir jetzt den Innenwiderstand des Voltmeters so hoch wie möglich haben, am besten sogar unendlich. Denn es gilt jetzt, dass der Strom immer den Weg des geringsten Widerstands geht. Und hätten wir zum Beispiel hier
beim Voltmeter auch wie beim Strommessgerät einen ganz geringen Innenwiderstand RI, dann wird der Strom den Weg des geringsten Widerstandes, also dann hier rüber gehen. Und das wollen wir eben nicht haben. Wir wollen bei der Spannungsmessung ja, dass der Strom eigentlich so, als ob wir kein Spannungsmessgerät hätten, der Strom komplett hier rüber fließt. Und damit halt der Strom fast zu 100% nur hier rüber fließt, wollen wir halt den Widerstand hier so groß haben wie möglich, am besten unendlich. Das ist noch eine Sache dazu. Jetzt noch eine letzte Sache zur Strommessung. Also es gibt jetzt auch noch die indirekte Strommessung. Das ist, wenn wir die Spannung messen und dann zusätzlich noch den Widerstand wissen, dann haben wir über die Spannungsmessung auch indirekt eine Strommessung. Mit der Formel I gleich U durch R können wir dann U messen. R ist bekannt, dann können wir das auch noch so machen. Das noch eines dazu. Jetzt verlinke ich noch hier meinen Chemie-, Mathe- und Storch-Kanal. Da mache ich auch noch Lernvideos. Falls ihr interessiert, könnt ihr gerne vorbeischauen. Und das war's dann damit zu diesem Video.